kurzes Video. Das ist jetzt nur ein Teil meines Frühstücks. Ich mache das aber jetzt in einem Video, weil da ist wieder ein Produkt dabei, was die meisten eigentlich im Supermarkt meiden. Weil die meisten Tzatziki ist ja richtig viel Fett. Aber da habe ich einen gefunden von Apostels, gibt es auch im Kaufland. Der hat gerade mal 6,2 Gramm Fett, aber auf 100 Gramm. Ihr isst keine 100 Gramm. Ich zeige euch jetzt kurz, wie ich hier meinen Toast mache. Da kommen maximal 30 Gramm von diesem Tzatziki drauf. Das ist ein Drittel, das sind nicht mal 2 Gramm Fett. Ja? So, ich zeige es euch kurz. Ich habe hier zwei Vollkorntoasts. Dann mache ich eine dünne Schicht Frischkäse drauf, werde dann Chili-Pulver draufhauen, werde dann Gurkenscheiben drauflegen, dann belege ich es mit Hähnchenbrust. Auf die Hähnchenbrust kommt dann Tzatziki, wie gesagt, pro Toastscheibe ca. 15 Gramm. Und dann mache ich noch ein Blatt drauf, also vom Eisbergsalat, das seht ihr gleich. So. Toast raus, wie gesagt, gerade eine dünne Scheibe von einem Frischkäse. Also überhaupt kein Fett, also 0,2 Gramm auf 100. Und das sind hier vielleicht gerade insgesamt 20 Gramm. So, Chili, also ich mag es halt gerne scharf. Letztes Mal ist mir der ganze Inhalt draufgefallen, weil ich die falsche Öffnung aufgemacht habe. Das passiert aber nicht mehr. So, jetzt mache ich die Gurkenscheiben drauf. Mache jeweils 3 Scheiben von dieser Pulenbrust drauf. Bäm, zack. So, ach, dieser Tzatziki ist auch ohne Konservierungsstoffe. Also kein Schrott. Zack. Ordentlich was drauf. Zeig's euch mal. Der schmeckt da richtig gut. Da habe ich jetzt auch nicht gespart. Seht ihr, ordentlich drauf. Es waren gerade 30 Gramm, wie gesagt. Dieser Tzatziki jetzt zusammen ist nicht mal 2 Gramm. Da werde ich jetzt von dem Blattsalat oben drauf machen und hau mir das rein. Das ist nur ein Teil meines Frühstücks oder meines Post-Workout. Ich hau mir immer 100 Gramm Trockenfrische rein, fahre dann heim vom Gym. Also bin gerade eben vom Gym heimgekommen. Das ist jetzt der erste Teil. Ich esse immer erst so 2 Toast, da variere ich auch immer. Und danach halt so eine riesen fette Schüssel mit, ja, unterschiedlich mal mit Haferflocken, Dinkelflocken, Weetabix, Shreddies. Immer mal ein bisschen Abwechslung drin. Also probiert mal dieses geile Tzatziki aus. Hier seht ihr noch ohne Zusatz von Konservierungsstoffen. Ich hoffe, es gefällt euch. Ich höre halt immer so Kommentare, dass ihr so Produkte sehen wollt. Gefällt es euch? Gebt mir einen Daumen hoch. Wie gesagt, also ich habe schon so viel Tzatzikis mir angeschaut in verschiedenen Supermärkten. Da geht es halt hoch bis 14 oder 24 Gramm Fett. Diese könnt ihr holen. Also haut rein.